Ein neuer Tag, ein neues Video. Tag 17, oder? Grüß, ne? Ich glaube ja. Tag 17 vom Live Livetrip 2016. Ich habe zwar gestern gesagt, wir fahren heute Fahrrad und geben richtig Gas und machen alles, was möglich ist hier in Leogang, aber der Eck hat keine Lust. Das stimmt gar nicht. Du hast keine Lust. Nein, es lag. Also, Freunde, ich habe es zwar gesagt, aber wir fahren alles, alles trocken, wenn du euch gleich guckst. Der rumgejammer, wir da. Also, ich habe, kann mich daran erinnern, dass ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe, weil es einfach nur so gestürmt hat und geregnet hat, wie verrückt. Und da haben wir uns jetzt entschlossen, wir machen einen auf Obertouri. Wir fahren mit der Gondel, ich fahre das erste Mal in meinem Leben mit der Gondel berghoch ohne Fahrrad. Also, ihr seht, hier ist kein Fahrrad am Start. Ich werde es nie lernen. Du wirst nie lernen, das ist klar. Nee, wir machen heute einen auf Obertouri und fahren heute mal zur Bergstation hoch ohne Fahrrad und schauen uns heute mal den Berg hier in Leogang mal ganz genau an. Nee, wir fahren eigentlich bloß mal hoch und gucken uns mal um. Und haben uns überlegt gehabt, wir zeigen euch mal, wie es hier so grob aussieht. Dann stellt Erik sein Fahrrad vor, denn das wird auch mal interessant, wie, was der für eine Gurke fährt. Gurke? Nein, eine Gewürzgurke auf jeden Fall mit Rädern. Gut, also Erik stellt seine Gewürzgurke mit Rädern vor und dann wird er euch mal den Bus vorstellen, denn es wird ja in den Kommentaren ganz oft gefragt, zwar nicht diesmal, aber ich glaube letztes Jahr. Ja, bestimmt. Bestimmt, weil ich hatte ja meinen Bus schon mal vorgestellt und Erik soll das auch mal machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber anscheinend interessiert euch das, dass da Erik mal seinen Bus vorstellt. Keine Ahnung. Na, mein Bus ist eh cooler wie deiner. Na, das wollen wir erstmal sehen. Na gut, Freunde, wir fahren jetzt erstmal mit dem Lift jetzt nach oben und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem unterhaltsamen Video heute ohne Fahrrad. Ja, also wenn es euch nicht interessiert, dann schaltet ab. Und wer sagt, okay, ihr wollt mal ein bisschen Touri-Wissen von Profis wissen, dann bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Komm hier an der schönen Gondelbahn in Leogang, hä? Herrlich, ein Traum. Geht's gleich berghoch, guck mal. Warum guckst du mich jetzt schon wieder an? Ich kann doch nicht. Nee. Ja, ist nein zu, naus zu, war zu, ab und zu. Zu. Ich seh nicht. Jetzt hauen wir nicht mehr ab hier mit den Dingen, ja. Elende Krieg. Was mach ich mit der Nase? Jetzt hau jetzt ab. Herz hier! Nein, ich will nicht, geh weg! Nein, ich soll mal angucken. Nein. Komm, guck es mal. Nein, guck mal hier, Schafe. Ich hör Schafe. Bergstation, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, machst du ein Foto? Wie geht denn das? Komm. Komm her. Ja. Kommst du jetzt mal her? Komm her. Wir sind jetzt auf der Bergstation angekommen und man muss echt sagen, das ist ja nur für Radfahrer gemacht. Außer 1, 2, 3 Kneipen, wo ein paar Leute sitzen, gibt's hier nichts. Man könnte zwar auf den Gipfel hochlaufen, aber das Wort liegt ja beim Laufen und da gibt's keine Bahn. Also machen wir dort nicht hoch. Aber was es hier euch gibt, ist halt Aussicht. Ja? Aussicht gibt's hier. Seh nicht. Müssen wir die Augen aufmachen. Ich sehe nur Wolken. Ja, haben wir das Problem. Die Wolken sind voller Regen. Ja, ja. Ja, ja. Das habt ihr wenigstens auch mal gesehen, weil sonst sieht man bloß beim Radfahren immer das Husch-Husch mal durchgefahren. Jetzt kann man sich ja mal die Zeit nehmen und sich mal so eine Wolke angucken. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich werde es nie lernen. Du wirst es nie lernen. Ja. Und nochmal zur Info. Bikepark Leogang, ne? Europas größte Anlage für den Mountainbikesport. Also wird kein Downhill gefahren, hier gibt es den Mountainbikesport. In Österreich ist alles ein bisschen anders. So, Erik, was machen wir jetzt hier? Willst du nicht? Ja, ich würde. Okay, ich fahr dabei. Ja, okay, fahr dabei. Schöne Scheiße wegen dir wieder. Sehr die Frage, was machen wir jetzt hier oben? Hier gibt's nichts. Fahren wir wieder runter. Ich hatte zwar gedacht, hier gibt es eine Sommerrodelbahn. Ich dachte, die geht bis ins Tal, aber die geht da bloß 100 Meter bergab und nur berghoch. Das ist ja quasi auch unnütz. Ja. Aber wir können zur Mittelstation fahren, denn da gibt es den Barfußwanderweg. Los. Da machen wir jetzt hin. Wir machen zur Mittelstation, natürlich mit der Bahn, wir laufen hier keinen Meter. Zur Mittelstation. Gut, zur Mittelstation. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir befinden uns jetzt hier in Leogang Mittelstation. Sinne-Erlebnispark nenne ich das, glaube ich. Man kann seine Sinne testen. Wir suchen jetzt einfach mal einen Start. Dass wir barfuß rum. Was machst du jetzt wieder hier? Was machst du dich kaputt? Rumkurbeln.
Du erzeugst gerade den Strom für ganz Leogang. Ja, dann schauen wir. Oh, hier, guck mal. Der läuft das Ding. Da drin mache ich auch das Gerät hier auf. Oh, hey, was hat eine Kraft, hä? Hey? Oh, hä? Oh, hey, Leute. Ab zur nächsten Erlebnisstation. Erik, was ist das hier? Das ist eine Eimerkette. Was macht die? Die transportiert Wasser, das ist sie doch. Was bringt das? Dann kannst du Wasser hochbringen. Und das muss mir unbedingt zeigen, dass man Wasser hochtransportieren muss. Luis. Ja, hör doch mal. Immer der Stress hier. Oh. Du musst weiter hangeln, da oben gibt's noch mehr. Wo? Und dort vorne. So hinschwingen. Oh, hey, was hat eine Kraft, hä? Hey? Oh, hä? Hey. Hallo. La 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 la. Wieso? Ach du Scheiße! Boah. Ja, du musst es spüren. Du musst die Hände lassen. Nein, du musst die Hände gleich feucht machen. Handflächen, genau. Handflächen dann? Ja, genau. Hier. Was ist denn, da geht dann so hier. Oh, hey, was hat eine Kraft, hä? Hey? Oh, hä? Ja, jetzt spüre ich's. Da bildet sich ein Loch. Siehst du es? Das ist ein Loch. Da bildet sich ein Loch. Oh ja, ein Trichter. Nein, ein Trichter, genau. Oh. Da müssen wir jetzt die Spitzenspot bekommen. Wie gut da. Au, was? So schräg jetzt, gell? Hör mal. Tja. Wir Obertouris sind wieder angekommen in unserem wunderschönen Lager hier unten in Leogang auf dem Parkplatz. Hallo. 5-Sterne-Parkplatz, 100% mit Duschen, Strom, Toiletten, WLAN, was richtig kacke ist. Denn das gestrige Video lädt immer noch hoch mit 63% seit gestern Abend 20 Uhr. Ja. Ist gut. Wir haben noch schön Kaiserschmarrn gegessen. Sehr, sehr lecker. Hat wirklich gut geschmeckt in der, wie hieß die Kneipe? Steckelalm. In der Steckelalm. Kann man echt nur empfehlen. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt des Tages. Der Erich stellt seinen Bus vor. Habt euch alle gewünscht. Und dann stellt er seine Gurke vor. Oh. So, Erik, stell mal vor. Du hast einen Bus. Ah, ich habe einen T4 Synchro. Baujahr 2003. Einmal frei, schön mit 2,5 Liter Motor, 102 PS. Synchro steht für Allrad, für die, die es nicht wissen. Ah, wird ausgebaut zum Schlafen. Mit Bett drin und so, wie der Felix auch hat. Ein bisschen anders. Na, zeig mal, Louis. Zeig mal dein Ausbau. Boah, ja, so, mach mal Kofferraum auf, dann mal Bild, was sieht denn in der Bude hier? Wo möchtest du anfangen? Ist mir egal. Komm, erklär mal. Wie ihr auch sehen könnt, hab ich auch schon mal keine Trennwand. Das ist erstmal sehr praktisch, kann man nämlich nach vorne durchgehen schön. Ja. Ich habe noch ein paar Regale reingebaut, dass mein ganzer Gerümpel drin ist. Ja, ein bisschen der Kocher und hier die Pflegeausstattung. Ja, BD40 sind eine Scheiße hier. So, hier drüben habe ich auch ein Regal reingebaut. Da hänge ich immer noch Haken dran für meinen Helm. Oben sind meine Brillen drin, ein bisschen Werkzeug. Hier unten drunter ist mein Ersatzrad verstaut. Das geht bei mir leider nicht unter das Auto wegen dem Allradantrieb. Wie hast du die Regale reingebaut? Es gibt schon einige, wie du das gebaut hast. Ne, das ist hier oben mit Winkeln, einfach bloß mit Nieten dran. Und dann habe ich halt hier so ein bisschen Holz zugeschnitten. Ein bisschen ausmessen, ein bisschen schön machen, dann läuft das ganz gut eigentlich. Ja, ein bisschen zusammenschrauben, alles eigentlich ziemlich stabil, also da kann man ordentlich was rein tun.
Aber das muss ich ehrlich sagen, das fehlt bei mir im Bus, das habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Es fehlen einfach die Regale, wo man den ganzen Spittel reinschmeißen kann, weil man hat echt extrem viel Zeug immer dabei. Aber der Erik hat ja aus dem gelernt, was in meinem Bus anders gemacht wurde, das hat er halt bei sich ein bisschen verfeinert. Ah, hier ist auch noch ein Bär drin. So mal reingehen, hinten oder so. Warte, ich geh mal außen rum. So. Ist auch im Zeug drin, da haben wir Ersatzteile drin. Das hast du eigentlich alles mit Ersatzteilen, weil ich immer in den Videos erzähle, dass du eigentlich alles dabei hast. Falls was kaputt geht, bin ich schon mal froh, wenn Erik dabei ist und der Erik hat alles dabei. Komm, zeig, was hast du denn dabei? Ich habe, schon mal anfangen. Also hier sind einfach ein Haufen Schläuche, ne? Also oben sind die Schläuche. Und hier, das hier sieht man, guck mal, alle Schläuche. Halt oben so Teile hier, der alten Kettenführungszeug, wenn man es braucht zum Basteln oder so. Und die Dichtung, guck mal, Gabel sind hier drin. Gabeldichtungen? Gut, das brauchen wir jetzt nicht. So, da hier noch. Das ist noch hier Fahrradlampenzeug, das brauchen wir auch manchmal, aber heute nicht. Ich habe zig Teile von Steuersätzen, das ist ja komplett voll das Ding. Also da kann man auch, wenn was kaputt geht, man kann man immer was basteln. Das ist immer ganz praktisch eigentlich. So, das ist jetzt ein Haufen Schaltungsteile drin und eine Lampe. Ansonsten hier noch Schaltung, Trigger, noch ein Licht. Ein paar Bauten sind, glaube ich, auch noch mit. Kann man auf jeden Fall immer ein bisschen improvisieren, sagen wir. Ganz gut. So. Hier unten sind noch ein Haufen Kassetten drin und Ketten und noch zwei Schaltwerke und hier ein Kettenblatt und ein Stück von der noch eingebauten Kettenführung mal. So, ist aber die eingebaute Kettenführung. Das kann man auch zum Basteln machen, ne? Wenn mal eine kaputt geht, kann man sich das hinten durchaus noch reinbauen wieder. Mit den Teilen, die ich auch noch mit habe. Ihr müsst nämlich wissen, der Erik ist ein richtiger Bastler. Wie zum Beispiel, ihr habt das gar nicht gesehen, das seht ihr dann, wenn er sein Fahrrad vorstellt, denn seine Kettenführung ist selbst gebaut. Müsst ihr euch vorstellen, der Erik kauft sich keine Kettenführung, er baut sich selbst Kettenführungen aus Carbon. Aber das seht ihr dann, wenn er das Fahrrad vorstellt. Nein, auf jeden Fall, früher, letztes Jahr hat schon ein bisschen mehr mitgehabt. Mein Bestand habe ich schon ein bisschen reduziert jetzt im letzten Jahr. Hier noch mein Klamottenfach. Da sind meine ganzen Fahrradklamotten immer drin und noch ein Schloss und hier Warndreieck und mein Wagenheber ist noch drin. Ja, das ist grob so das Fach ungefähr. So. Auch cool gemacht, einfach mit so einem Schiebesystem. Da kann man echt einfach zack. Kann man auch rausnehmen. Ich mach die Kreuz drauf, wenn sie verbrechen. So. Gut, das ist aber meine Regale, sind eigentlich ganz praktisch, hier noch Werkzeug dran. Machen wir eigentlich ganz gut, kommen wir immer gut ran. Ja, wenn man einfach mal einen Schraubenschlüssel braucht, irgendwo. So öfters mal. Da habe ich hier oben auch noch Schraubenhaufen hier und ich kann mal gucken, hier habe ich eine Mutter und einen Ohrlegscheiben, auch schon das Gebrassel, die Kettenblattschrauben und so ein Scheiß drin. Da ist noch ein Vorbau drin. Hier sind nur Schrauben, das ist ein Bremsadapter gelumpt hier. Für alle möglichen Dinger. Kennt ihr ja die Dinger, ne? Also ein paar Adapter hast du mit für Bremsen. Das sollte kein Problem darstellen. Ich habe auch noch Ersatzbremsen dabei, das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja noch, das sind ja so Adapter-Scheiß. Ich habe auch noch Bremsen dabei. Bremsen hast du auch dabei? Ja, hier habe ich noch ein paar Bremsen mit. Also falls eine Bremse kaputt sein sollte, hat er eigentlich auch mal Ersatzbremsen dabei. Ja, wir kommen immerhin eigentlich. Das ist auch noch Werkzeug fürs Fahrrad. Das sind meine Klamottenkisten jetzt für den Trip. Ne? Ich habe eigentlich nicht so Ausstattung. Da habe ich auch eine Ersatzlaufräder dabei mit Schlammreifen drauf. Das hast du echt auch cool gemacht, denn das hier ist ja Erik sein Bett, das seht ihr gleich. Und an das Bett unterhalb hat er seine Laufräder so gemacht. Das schieb mal jetzt raus hier, kannst du rausziehen, oder? Ja, zack. Dann werden einfach die Laufräder, werden einfach ganz das, das ist sein Schlammlaufradsatz. Und wird einfach zack wieder reingesteckt. Und wenn er schlafen will, klappt er einfach sein Bett jetzt runter. Pass auf. Simsalabim. Zack, und schon ist dein Bett aktiv. Mal die Füße noch wieder ausrichten, dann passt es eigentlich schon. Dann sind wir fertig mit Bett. Ja. So, und das ist bloß meine Decke, das unten noch hier. Das ist eine ganz normale Kaltschaummatratze hier, ne? Ja, das ist eine ganz normale Kaltschaummatratze. Ist hier nichts Aufregendes, einfach bloß der Kasten, die Matratze reingelegt hier, mit dem Bettlaufen drüber. Das ist halt auch der Unterschied. Einmal bei mir rein. Ist ein richtiges Lattenrost verbaut und du hast halt auch komplett das Bettgestell selber gemacht. Das ist halt hinten, das ist immer eine Lücke, ne? Das ist nur eine Decke rein. Ja. Ja, ist die Lücke verschlossen und schon hast du ein bequemes Bett. Kopfkissen dazu. Schön hier. So. Ein fertiges Bett. Ja. Kannst du hier auch gleich anstecken zum Handyladen. Ich habe auch noch eine zweite Batterie innen drin, in einem Fahrersitz. Kann man quasi, wenn man keinen Strom hat, kann man da Strom holen.
Das ist echt praktisch. Ja, was? Und eine Standheizung. Geht allerdings jetzt gerade im Standbetrieb nicht, weil die Batterie fast leer ist. Da geht die leider nicht. Aber das ist echt schade. Normalerweise geht's eigentlich. So haben wir auch noch so lustige Lampen hier überall. Das ist auch nicht schlecht, ja, dass, dass hier oben die Lampen da sind. Die laufen auch über die zweite Batterie. Also die können ich anlassen, bis die zweite Batterie alle ist und das Motor, der Motor geht trotzdem an. Und die Batterie wird dann irgendwann nach Fahrt über den Motor wieder geladen. Eigentlich ziemlich praktische Geschichte. Kann ich jedem empfehlen. Und was ich cool finde, ist, dass der Beifahrersitz gedreht werden kann. Ein schöner Pilotensitz quasi ist das Ding. Wind einfach rumdrehen. Da kann man ja ganz entspannt abends zu zweit mal noch ein bisschen drin im Bus chillen. Ne? Einer auf dem Bett, der andere auf dem Stuhl, wo wir einen Film gucken. Genau. Wir haben die letzten Tage schon gemacht, haben schöne. Das machen wir nämlich, wenn es nämlich kalt ist, ne? Und alleine im Bus sitzen abends ja auch langweilig. Dann sitze ich nämlich immer auf dem Platz, schneide entweder Video oder sitze auf dem Platz und gucke damit Eric Filme an. Genau. Genau, eine Dachlüftung habe ich ja auch noch. Das war schon drin gewesen. Ist halt bloß ein Luftdurchgang eigentlich nach oben raus, dass du halt Luft kriegst und ne, erstickst, sag ich mal. Ja. Das ist eigentlich groß und ganz der Bus, oder? Zu sagen, ausstellungstechnisch habe ich halt auch relativ viel. Thema Standheizung, elektrische Sitzheizung, Spiegelverstellung und so. Aber das sind ja alles so Features, die jetzt nicht zum Busausbau gehören. Aber ansonsten ist das eigentlich eine sehr günstige Geschichte. Was hast du ungefähr für den Ausbau ausgegeben? Für den Ausbau habe ich ausgegeben, vielleicht 200 Euro. 200 Euro. Also ihr das seht... Das ist vieles auch, muss ich dazu sagen. Gerade das hier, das ist alles von deinem Ausbau übrig geblieben. Und die halt so hier. Okay. Das ist alles von deinem Ausbau übrig geblieben. Ich habe alles übernommen. Nur will Sportfuchs sein. Nee, aber ihr seht, wenn man einen Bus kauft, der in gutem Zustand ist, kann man den für wenig Geld so ausbauen, wie er möchte. Weil ich habe ja mit meinem Papp meinen Bus ausgebaut. Vom Grundprinzip her ist alles selbst gleich ausgebaut. Aber hier und da gibt es trotzdem Unterschiede, wo einer hat Vorteile, der andere hat Nachteile. Und ich habe ja zum Beispiel kein Pavillon mit. Aber ich brauche eigentlich auch keinen, weil immer wenn ich mit irgendwelchen Leuten unterwegs bin, die haben immer ein Pavillon. Deswegen habe ich zum Beispiel hier hinten mein Pavillonfach. Da hast du kein Pavillonfach und hast dafür jetzt mehr Platz unter dem Bett. Genau. Ja. Und ich habe halt keine Trennwand, das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil da kann man halt nach vorne hin, Opel Zeug noch hinstapeln und kommt halt immer ran, muss nicht aussteigen. Das stimmt. Das ist eigentlich ganz günstig. Ja. Ansonsten, ja. Mein Fahrrad steht auch in der Ecke, genau beim Felix eigentlich, wenn es... Ja, das wird da einfach so reingestellt und dann steht das Fahrrad eben hier. Weil auch immer wieder gefragt wird, wo stellt ihr denn euer Fahrrad über Nacht hin? Schließt das draußen an oder was macht ihr mit dem Fahrrad? Ganz einfach, das Fahrrad steht immer mit im Bus, wenn man schläft, weil man möchte einfach nicht, dass geklaut wird. Ja, weil so ein Fahrrad kostet doch einiges an Geld. Und da möchte man natürlich versuchen oder vermeiden, dass das Fahrrad geklaut wird. Und so wird das einfach hinten reingeschoben. So, Lenkung gestellt. Warte mal. Yes. Okay. Machen wir Kofferraum zu. Genau. Ja, und da sieht man, zack, ich stehe zu fahren, Bus nimmt nicht wirklich viel Platz weg. Nee, man hat immer noch genug Platz zum einen aussteigen, schön. Und vom Schlafen her stürzt auch überhaupt gar nicht. Also ich habe mich noch nie gestoßen am Bremshebel oder so. Nee? Ach, du schläfst mit dem Kopf immer der Richtung, oder? Das kommt auch ein Bild drauf an, wie das Auto gerade steht. Ja. Auf wegen hier gerade und hier schief. Genau, so meins ist ja meiner so hinten ein bisschen höher wie vorne. Bei deiner ist er relativ gerade eigentlich. Warum ist denn da hinten höher? Ist halt so. Ach so. So ein Berg aus so. Okay. Und da ist halt immer besser, man schläft mit dem Kopf weiter oben. Ja gut, sonst hat man dann... Kopf ist, denke ich, auch nicht so bequem, wenn man mit dem Kopf nach unten schläft. Ja. Das muss ich sagen, ist im Großen und Ganzen ein Ausbau. Also ihr seht, er hat Regale drin, natürlich überall Kleber, ne? Kleber sind wichtig. Kleber, das muss wichtig, das ist durch Dekoration, muss ein bisschen passen. Ja, hat sein Bett drin und ja. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt, wenn ihr Fragen zu dem Bus habt von Eric, dann schreibt es in die Kommentare. Eric hat ja selbst einen YouTube-Kanal, lädt zwar keine Videos hoch, aber er schreibt trotzdem fleißig und beantwortet Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach hier schreiben, Frage an Eric. Und er wird es dann einfach unter diesem Video dann noch erklären, wenn noch Fragen dazu offen sein sollten. Ja? So, das soll jetzt eigentlich im Großen und Ganzen gewesen sein. Jetzt geht's zur Fahrradvorstellung. So, das Fahrrad ist jetzt wieder aus dem Bus draußen, steht es bei mir vom Auto. Und Eric, erklär mal, was hast du für ein Fahrrad? Ja, ich habe Benji Legend MK2, das Baujahr 2012. Fahre ich jetzt gerade seit 4 Jahren, auch ohne Probleme, alles gut. Immer schön gepflegt natürlich. Ja, natürlich haben Steinschläge, ist auch klar. Ein Kratzer hier und da, das bleibt halt nicht aus. Ist halt ein Downhill-Fahrrad und kein Straßenrad, was halt irgendwo groß gepflegt wird.
Ja, gepflegt sind schon, aber es wird nicht geschont. Da sind wir an allen Stellen eigentlich, gerade im hintersten Laufrad, da sind ein Haufen Schatten von Stehen drin, das kommt halt vor, das gehört dazu. So, die Gabel ist eine Fox 40 RC2, war ja, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube auch 2012, oder vielleicht sogar älter. Weiß ich jetzt nicht genau. Dann ist es schlimm, ist nicht so wichtig, denke ich. Ist mit Stahlfeder und ja, ich bin ziemlich zufrieden mit der Gabel, die geht wie Sau. Der Dämpfer ist eine Fox RC4. Ohne Kashima noch, also die ist auch ohne Kashima, das ist nicht so schön wie bei dir. Ich so ein Hightech-Zeug hier, habe ich nicht. Brauche ich aber ohne, geht ganz gut so. Okay, Laufräder sind hier Mavic EX823. Das sind dieselben wie die D-Max-Laufräder, bloß mit 36 Speichen statt 28. Sind eigentlich ein bisschen stabiler auf Hubnaben halt noch und ja, sind halt nicht gelb. Aber gelb wird hier auch nicht passen, glaube ich. Mit dem Schwarz ganz gut aus eigentlich. Ja, Schaltung habe ich eine SRAM X9. Ja, ich, ja, funktioniert. Die sind nicht so teuer, wenn die mal abknallst, alles entspannt. Dann sind wir neue Kurven, 40 was kostet, Euro. Was kostet die Schaltung? 45 Euro kostet das Schaltwerk. Echt, so günstig? Ja. Du überlegst, die Saint, die ich habe, die kostet über 100? Ja, deswegen kaufst du das, ne? Ja, wie schnell hast du mal so Schaltwerk abgeknallt? Ja, klar, das ist mal hingeblieben, ist ab das Ding, kriegst halt für gut für einen Fuffi kriegst du ein neues, oder? Ist nicht so schlimm, wenn du 100 Euro bezahlen musst. Okay, mal weiter. Bremsen habe ich hoch, die V4. Die kann man auch noch mit den innenbelüfteten Scheiben fahren. Die habe ich allerdings noch nicht. Das muss ich mir mal noch zulegen irgendwann. Macht zwar noch mal ein bisschen schwerer, aber... Was hast du für Vorteile, falls jemand fragt? Na, der Vorteil ist, dass die eine bessere Kühlwirkung haben. Ich sag mal, das ist jetzt vielleicht im Mittelgebirge nicht so von großen Bedeutung, aber hier in den Alpen kann man schon mit innenbelüfteten Scheiben ein bisschen was rausholen, dass sie ein bisschen mehr Bremsen gekühlt werden, die nicht so überhitzen. Ah, okay. Eigentlich ganz, ganz praktisch. Ansonsten Reifen, Maxxis High Roller 2. Ja, super techie Gummimischung, die ganz weichen, aber fahre ich gerne, weil die haben ein bisschen Grip. Aber halten, da finde ich länger, ne? Das ist auch klar, das ist klar, die sind natürlich schnell alle. Gerade hier in den Alpen sind die ratzfatz runter. Aber gerade auf weichen Waldböden, nassen Wurzeln und so gehen die echt gut. Genau, Kurbeln sind Saint von Shimano, Inlacher auch. Die Pedalen sind hier, Gott, waren das nicht leider, Nukwurf-Pedale. Die habe ich auch schon ewig. Schon vier Jahre locker, die halten immer noch nicht ausgeklappert. Pins sind noch fast alle dran. So zwei, die habe ich mal ausgetauscht. 50 Euro die Pedale, also kann man nichts sagen. Ne? Echt billig. Richtig gut. So, Kennführung, die habe ich selber gebaut, aus Carbon. Das ist echt geil, ne? Nur hier, also das ist Carbon, das hinten ist so wie so weiches Plaste, die müsste so doll klappert. Das ist die hintere Platte hier ist auch komplett Carbon, 5 mm dick. Ich habe das ausgeschnitten und. Du hast mir gestern erzählt, wie viele Bohrer und... Ich gar nicht, das Zeug ist so hart, das kann ich gar nicht vorstellen. Ich habe 5 oder 6 Bohrer kaputt gemacht bei der Aktion und mehrere Eisensägeblätter von der Stichsäge. Aber es ist halt so, ja, und ich glaube, 2 Pfeilen sind auch kaputt gegangen, sind stumpf, die ganze Weckerin. Aber dafür hast du jetzt eine eigen konstruierte Kettenführung. Ja, kann man so sagen. Die auf jeden Fall einiges aushält. Und hier unten ist dran auch so, ist ja noch so ein Waschbach quasi unten dran, der habe ich auch selber gemacht. Also der ist aus einem Rockring von der Tuba-Tiefe ausgeschnitten. Plus so ein Stück kann ich quasi jetzt immer einen Rockring um eine Hälfte rausschneiden, wenn der mal kaputt geht und wieder einen neuen dann machen. Jeden beliebigen Rockring. Ja, ansonsten die Kennführung mit glaube ich 190 Gramm oder sowas, also die ist jetzt auch nicht unbedingt schwer. Und habe halt ein bisschen Geld gespart, ne? Die Vergleichbaren, die das Gewicht wiegen, sind bestimmt bei 200 Euro oder so, vielleicht sogar mehr. Ja, ansonsten ja, Lenker, eventuell Flatbar halt. Ich fahre euch gerne die Lenker, die sind echt gut. Vor allem passen sie ja optisch relativ gut ins Rad rein. Das stimmt. Nach Vorbau und Sandleinen. Ja, und Steuersatz haben wir hier noch. Hier Sixpacks-Steuersatz drin. Das ist auch nicht das Weltbewegende, das hält aber halt. So, bei Doppelbrückengabel immer ganz entspannt eigentlich im Steuersitz. Die kriegen da kaum Schaden. Griffe, Litterskins, dieselben die du hast. Allerdings bloß in grün. Das sind echt geil, die Griffe. Die gehen nur echt gut, also ich bin echt zufrieden. Die sind nicht so hart, sind schön weich. Ich finde die Finger nicht ganz so doll weh. Wenn man länger fährt, haben wir ja alles das Problem. Ja, Finger sind echt das, das Hauptproblem meistens bei den Strecken hier. Ja, ansonsten müsst ihr noch Sachen können zum Rad. Was ich jetzt noch interessant finden würde, ne, weil wirklich die Frage wird so oft gestellt. Ne? Also wirklich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bestimmt fast 1000 Mal, ne, habe ich Nachrichten bekommen, E-Mails bekommen, irgendwelche Anfragen bekommen, Kommentare bekommen. Was empfiehlst du für Einsteiger, Anfänger für Fahrräder? Puh. Weil ich weiß auch nie, wie ich die Frage beantworten soll, weil es ist echt schwierig. Weil es gibt so viele Fahrräder zur Auswahl. Ne? Also für Einsteiger würde ich auf erstmal sagen, nicht das teuerste Kurs. Ja. Auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Also
sondern es gibt auch gutes, günstiges Material, was man kaufen kann, wo jetzt keine High-End-Ausstattung dran ist. Das würde ich eigentlich jedem Anfänger empfehlen, weil einfach die Sache ist, wenn man, sagen wir, Anfänger ist, macht man 100% immer irgendwas kaputt. Ja. Ja, da kann das Zeug gut teuer sein, wie Sau, es immer, geht immer was kaputt. Immer. Es gibt ja verschiedene Hersteller, zum Beispiel Young Talent, die bieten ja günstige Räder an, die auch eine gute Ausstattung haben. Ja? Ja, das wäre schon mal eine Option. Für Anfänger auf alle Fälle eine gute Geschichte. Aber wie zum Beispiel am Anfang, wenn wir jetzt anfangen mit Fahrradfahren und wissen noch nicht wirklich, was braucht ihr alles als Material oder wie kommt ihr am besten zurecht? Dann am besten erstmal lieber was Gebrauchtes und Günstiges kaufen. Das kann man auf alle Fälle auch machen, gebraucht. Wie gebraucht gibt es da viel eBay oder MTB News? Muss ich auch sagen, mein Rad ist ja eigentlich auch gebraucht. Den Rahmen habe ich auch gebraucht gekauft, der war ein halbes Jahr alt, wo ich ihn gekauft habe. Die Gabel ist auch gebraucht gewesen, die Laufräder auch. Ja. Also ich komme damit auch prima klar. Ja. Gut, ich bin auch ein bisschen Bastler und ein Schrauber, mir das, ist das relativ egal. Das ist halt Unterschied. Ich kann ne? halt immer alles selber behindern. Das ist der Unterschied. Der Erik ist der Bastler, ne? Der kauft vieles gebraucht und was bastelt halt zusammen. Ich bin wieder derjenige, ich kaufe alles neu. Ist so, also wenn irgendwas kaputt geht, dann habe ich gar kein Interesse daran, das zu reparieren oder zu basteln oder zu gucken. Ja, wie zum Beispiel gestern eine Kettenführung. Gestern hat Erik seine Kettenführung, seine Schaltung, hat hier geschliffen. Ne? Ja, diese Klebe verzogen und habe hier ein bisschen ausgefeilt, bloß mal ganz klein bisschen, dass wieder in den letzten Gang wieder runter geht. Hier ist wirklich fast gegangen gewesen. Jetzt geht es aber auch schon wieder und da gibt es, denke ich mal, im Winter gibt es wieder mal ein neues Schaltwerk. Aber jetzt geht es auch schon. Wieder normal, der sich mit der Sache nicht beschäftigt, wie die Sachen, die man muss sich mit dem Thema Radfahren und Fahrradreparatur beschäftigen. Und wenn man das immer nur machen lässt, dann sagt man sich, ah, die Schaltung, die geht nicht richtig, die ist irgendwie verzogen, da kann man direkt eine neue kaufen. Muss man aber nicht, weil wenn man sich damit beschäftigt, kann man zum Beispiel an die Schaltung ein bisschen rumbiegen, ein bisschen feilen, ein bisschen tun und schon funktioniert wieder, als wäre die neue. Ja, also wie neu ist jetzt auch nicht, aber schaltet es erstmal, es wird auch vernünftig und es gibt kein Problem. Die ist jetzt auch nicht richtig krumm, das ist bloß irgendwie, ich kann es selber ohne richtig sagen, das hatte ich letztes Jahr schon mal gehabt bei einem anderen Schaltwerk. Ist halt so, keine Ahnung, mal kurz abgefeilt, geht das auch wieder. Erstmal. Gut. So, ansonsten war es das jetzt im Großen und Ganzen eigentlich. Und wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Ja, wenn ihr Fragen habt zu Erik seinem Bus, zu Erik seinem Fahrrad, schreibt es einfach unter dieses Video. Der Erik wird es auf jeden Fall beantworten, bin ich mir sicher. Toll. Weil du hast ja auch noch hier Auslandstarif, also er kann immer schreiben. Ich kann bloß Nachrichten schreiben, wenn ich WLAN habe. Er kann immer schreiben. Ja. Der alte österreichische Handybesitzer. Ja, okay. Das soll es auf jeden Fall zum heutigen Video gewesen sein. Also wir haben euch mal ein bisschen gezeigt gehabt, wie es aussieht, ein bisschen den Naturlehrpfad, was das war. Er hat seinen Bus vorgestellt, er hat sein Fahrrad vorgestellt. Heute kein Rad gefahren, aber morgen. Morgen greifen wir wirklich an. Jetzt sind 2 Tage Ruhepause vorbei. Ja, ich habe bloß einen gemacht. Ja, der Erik ist gestern gefahren. Ihr habt es noch nicht gesehen, weil das Video noch nicht online ist. Na gut. Ne, Erik ist gestern gefahren, ich fahre morgen wieder. Ich bin jetzt wieder top motiviert, ausgeruht. Na gut, Freunde, das soll es erstmal für heute ein Video gewesen sein. Auf jeden Fall mal ein bisschen länger als die anderen Videos, denn es gab ja viel zu erzählen. Aber es war für euch mit Sicherheit auch mal interessant, mal von Erik seiner Seite her das zu sehen, wie er seinen Bus gemacht hat, was er für ein Fahrrad hat und so mal ein bisschen die Kulisse von Leogang außerhalb der Strecken. Finde ich, denke ich mal, auch mal ein ganz interessantes Video. Und na gut, Freunde, ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt mal hier, ist lang genug geworden. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen in einem neuen Video wieder, zum Tag 18 müsste es dann sein. Und ich sag mal so, schalten morgen wieder ein zu einem neuen Video, haut rein, ciao.